Und damit geht es weiter zum zweiten Teil unserer Freitagsrunde hier, nachdem wir nun die Handelsideen besprochen haben und den großen Marktcheck gemacht haben und den Ausblick auf die, ja, sage ich mal, Lage der großen Charts und der Nachrichten für die nächste Woche. Starten wir hier in Teil 2, immer mal wieder gern gesehen, die Trading-Sprechstunde, Fragen, Antworten, Analysen. Das heißt, an dieser Stelle schauen wir einfach mal, was da kommt. Die eine Frage zum britischen Pfund, Australdollar, habe ich auch schon da. Bevor wir hier reingehen in das Bild, natürlich wie immer der Risikohinweis an dieser Stelle. Das heißt, hier, wir sehen es, das Ganze bitte auch in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das Ganze, wie schon gesagt, hier wichtigerweise mit hineingenommen. Und damit starten wir einfach mal auch wieder zurück mit dem Ganzen in die Charts. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal den ersten Wunschmarkt schon mal an. Hier, britisches Pfund, Australdollar wurde gewünscht. Und das Ganze gucken wir uns natürlich hier sozusagen auf Basis des Tages durchaus einmal an. Interessanterweise, ich mache mal kurz die Charts hier hinten groß in der Aufnahme. Interessanterweise blicken wir hier erst einmal wieder in den entsprechenden Aufwärts- bzw. Trendverlauf im Tageschart. Ich muss nochmal das Wertpapier aufmachen, bevor ich jetzt hier weiter rede. Das geht hier oben schneller. Britisches Pfund, Australdollar ist auch schon immer mal wieder in hier der Empfehlungsliste gewesen, wo wir morgens reingesehen haben. Und wir sehen hier im britischen Pfund Australdollar auch wieder momentan einen sehr, sehr starken Markt hier. Wenn wir uns das Ganze mal einfach anschauen wollen, wir sehen es hier, wir hatten hier drinnen ein Zwischenhoch um die Marke von 1,95, knapp 2,3. Und wir sehen hier an dieser Stelle momentan einen sehr, sehr stark nach oben steigenden Markt. Das heißt, der Markt ist hier an dieser Stelle sehr, sehr bullisch. Wir sehen auch hier unten drunter den letzten schönen Bewegungsschub, den sehen wir sehr, sehr schön trenden. Und hier nach solchen schönen starken Aufwärtsschüben stellt sich natürlich der ein oder andere Trader die Frage, wie kann es hier denn jetzt weitergehen? Und wenn wir hier an dieser Stelle stehen, dass wir an so einem Langzeithoch stehen, mache ich mir immer Folgendes zur Regel. Ich gucke einfach mal hier, was ich im Chartverlauf so sehe, wo also entsprechend wichtige Anlaufmarker sind. Und wenn wir hier mal in diesem Wochenchart nach oben hin reinschauen, dann haben wir hier definitiv noch einiges auf der Oberseite an Potenzial liegen. Und das nächste, was wir liegen haben, ist halt auch noch relativ weit weg. Also das heißt, wenn wir uns mal diesen Trendverlauf nach unten hier entsprechend auch anschauen, dann haben wir hier deutlich auf der Oberseite hier die Korrekturhochs liegen. Ja, das heißt, ich zeichne die einfach mal ganz kurz ein. Ich markiere die mal in Rot mit einer etwas dickeren Farbe. Bitte hier nicht direkt auf den Pip mit eingehen, den ich oben habe, sondern das sind wirklich nur ganz, ganz grobe Werte hier. Also hier auf der Oberseite hin, was noch kommen kann. Das letzte Swing High hier aus diesem Abwärtsschub nach unten haben wir liegen um die Marke von 205. Und dann haben wir hier oben noch weitere liegen. Ja, die sind momentan alle noch nicht relevant, aber es ist natürlich sehr, sehr schön, wenn sich hier dieser Aufwärtstrend schön nach oben weiter fortschlängelt. Ne? Wenn wir das mal so schön sehen, hier, wir haben hier eine Aneinanderreihung von steigenden Hochs und steigenden Tiefs. Das wäre sehr interessant zu sehen. Und wie schon gesagt, das Potenzial nach oben ist noch da. Das Ganze jetzt auf Tagesbasis sehen wir natürlich, es trendet sehr, sehr schön nach oben. Ja, und hier hat sich untergeordnet auch ein Trend gebildet, der jetzt weit in die Bewegung reingelaufen ist. Und hier stellt sich jetzt die Frage, wie ich es gerade gesagt habe, woran können wir denn erkennen, dass der Markt jetzt einfach weiterläuft oder dass es Zeit für eine Korrektur wird? Ne? Untergeordnete Einstiege lassen sich halt immer wieder finden. Wir sehen es hier an diesem Chartverlauf immer wieder hier. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen ausführlicher auch darauf ein, wie man das Ganze auch für sich in die Trade-Planung mit reinnehmen kann. Wir sehen hier an diesen Stellen immer mal auch wieder hier. Schaut euch das mal an, hoppala, das ist das Falsche, das wollte ich nicht. Korrekturmuster hier. Hier ein schönes Korrekturmuster, Ausbruch drüber, Trendfortsetzung. Das gleiche Korrekturmuster haben wir hier oben auch schon mal drüber gesehen. Das heißt, wer sich hier raufsetzt auf solche schönen Bewegungen und kurzfristig, also zumindest als Swing Trader auch agieren möchte, bitte schaut euch einfach mal die Trendverläufe in den Stundencharts an. Da sieht man, was hier so wirklich schön passiert. Guckt euch das mal an hier. Wir haben hier schön einen Aufwärtstrend, der durchaus auch auf der großen Basis nach oben schwingt. Und wir haben hier,
immer wieder den Wechsel der Phasen. Hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Hier, da schön, der Ausbruch oben raus. Die Level haben wir hier auch liegen. Korrektur, Bewegung, wieder Korrektur, wieder Bewegung. So, das heißt, wenn wir uns diesen Aufwärtstrend jetzt einmal anschauen hier, der ist momentan sehr, sehr, sehr solide. Und wer sich jetzt hier die Frage stellt, wann fängt denn die Korrektur an? Des Tages, des starken Aufwärtsschubs des Tages, der sollte sich wirklich immer die Bewegung des Tages, also das hier von unten raus nach oben, mit auf die Agenda nehmen und sich das Ganze mal anschauen und die Frage zu beantworten, wenn wir hier einen Trend haben, der die Bewegung darstellt, dann endet die Bewegung, wenn der Trend der Bewegung bricht. Das heißt, die Korrektur fängt an, sobald wir hier unten unter diese Marke laufen. Also wenn wir diesen Punkt hier unten rausnehmen, dann ist dieser Bewegungstrend nach oben hin erstmal gebrochen und wir sehen hier Korrektur. Wie tief die läuft, ich habe keine Ahnung, das weiß natürlich kein Mensch. Wir können hier dann natürlich auch schöne Ausbruchslevel finden, wie die Korrektur planbar ist. Das heißt, wenn wir uns diesen Markt mal rausnehmen, dann können wir durchaus sagen, okay, wenn wir jetzt tatsächlich jetzt schon eine Korrektur bekommen sollten, dann hätten wir Anlauflevel mal hier in diesem ersten Ausbruchbereich und wenn dieser Ausbruchbereich dann abkassiert worden ist, dann können wir uns schön orientieren an den Lowen. Also hier an den Lows dieses Aufwärtstrends, was wir da haben. Und da haben wir doch schon ein paar schöne Marken, die wir hier auf der Unterseite auch mit dran haben, die dann durchaus als Pivotpunkte im Sinne der übergeordneten Aufwärtsbewegung mitlaufen können. Das Ganze sehen wir hier, wie schon gesagt, sehr, sehr schön durch die untergeordnete Zeiteinheit. Das ist ein sehr, sehr gutes Vehikel, um zu sehen, wie gesund die Bewegung hier entsprechend momentan gerade ist und ja, ob wir kurz vor einer Korrektur stehen, das sehen wir dann, wenn die Stunde abflacht oder ob der Markt einfach hier den Megabullen spielt und schön nach oben durchzieht. Das zeigt uns der untergeordnete Bereich. Nach oben hin, wie schon gesagt, ist noch einiges an Potenzial vorhanden, wenn man das Ganze mal absieht. Und von der Seite her ist die Oberseite definitiv hier durch diesen starken Abwärtstrend auch gegeben. Wenn wir jetzt hier mal noch kurz ausmessen, hier das letzte, den letzten Bereich, hier Moment, das war das Minus, ich will das Plus. Wenn wir einfach mal hier auch das Potenzial mal sehen wollen, wie weit so eine Bewegung laufen kann, hier mal locker auszumessen, dann nimmt man einfach hier ganz grob, das ist auch so eine ganz grobe über den Daumen Regeln, man nimmt das unten raus und setzt sozusagen hier das Bewegungspotenzial oben drauf und da sehen wir hier, der Markt ist auch schon deutlich über das Potenzial gelaufen, hier auch über so ein deutliches Hoch oben drüber und da stellt sich halt dann die Frage, laufen wir einfach durch oder kommt die Korrektur? Deswegen ist die Frage auch sehr, sehr interessant, hier an dieser Stelle zu sehen und das Ganze hier von der Seite her nach oben hin momentan wirklich, es hat keinen Halt. Wenn allerdings die Korrektur anfängt, hilft uns der Stundentrend, das Ganze einzusehen. Wir haben es ja gesehen, auf Wochenbasis, wo der Markt hinstreben kann. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Übrigens, mit Blick in den britischen Pfund Australdollar, an dieser Stelle möchte ich hier an diesem Punkt nochmal kurz auf das Währungspaar Euro Australdollar angehen. Das hatten wir ja auch besprochen, als wir den Markt gesehen haben, hier an diesem Level. Hier, kurze Sache, hier. Da hatten wir die Handelsidee an dem einen Tag drin, mal schauen, was der Markt hier oben an diesem Widerstandsbereich macht. Das war ein gutes, für die ganz, ganz kurzfristigen Trader war das gut geeignet, um kurzfristig ein kleines Abpreisszenario nach unten zu traden. Wir sehen es, da ist der Markt tatsächlich runtergekommen, nach unten gelaufen, aber dann hat der Markt das Ganze wieder rumgedreht. Und da kommt dann immer wieder ins Spiel, wo ich sage, ein Handel der Korrektur zu traden, da muss man wirklich sehr, sehr flott sein. Wer das nämlich nicht ist, der wird häufig auf die Nase fallen, weil der Markt ziemlich schnell rumdreht, gerade in starken Märkten. Und etwas, was wir hier im Währungspaar Euro-Australdollar gesehen haben, war hier, das hier ist der aktuelle Aufwärtstrend. Der Aufwärtstrend ist rübergelaufen über dieses wichtige Level hier, über die 1,631, hat dann kurz korrigiert und ist nach oben geschoben. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf Stundenbasis anschauen, dann sehen wir einfach hier, der Trend ist intakt. Hier gab es eine kurze Abprallbewegung unten runter und dann hat der Markt angefangen, in der Stunde wieder den Aufwärtstrend zu bilden, hat hier dieses Zwischenhoch rausgenommen, also das heißt den ersten Test
über diesen Widerstand drüber zu laufen, hat er rausgenommen, hat er bestätigt und trendet seitdem schön nach oben. Und jetzt haben wir hier in der untergeordneten Sache schön den Aufwärtstrend laufen, hier die kleine Korrektur des Aufwärtstrends, jetzt laufen wir schon wieder hoch. Das heißt, hier haben wir einen sehr, sehr gesunden Markt, hier Trendfortsetzung, wenn wir hier über das kleine Hoch drüber gehen, um die Marke von 1,64, knapp 7, wäre das die Fortsetzung. Und da sehen wir auch, dass der Aussie-Dollar momentan sehr, sehr schön in Aufwärtstrends oder in seinen Trends agiert und wir hier wirklich das Potenzial nach oben offen haben. Und hier im Euro-Austral-Dollar haben wir auch noch eine ganz, ganz andere Geschichte. Wenn wir uns das mal eben auf der Wochenbasis anschauen, dann haben wir hier nämlich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf Wochenbasis. Also hier die Schulter, den Kopf, die Schulter, hier unten die Nackenlinie. Und jetzt haben wir hier einen Sachverhalt aus technischer Sicht, wenn so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation fehlschlägt, ne, und die komplett nach oben rausgenommen wird, das kann deutlich Dynamik nach oben rausholen und dann können wir uns mal relativ schnell auch an den oberen Markern hier orientieren. Das heißt, da ist deutlich Platz nach oben, wenn wir mal sehen, wie viel Dynamik hier mit dem Bruch dieser Linie hier um die 1,631 in den Markt reinkommt. Sehr, sehr stark sollte man auf alle Fälle auf der Uhr haben. Also da sieht man auch mal wieder, man muss nicht immer nur auf die Indizes schauen, sondern kann in anderen Währungspaaren sehr, sehr schön innerhalb von Trends entsprechend auch aktiv werden. Zum Thema Trends und Aktivität wollte ich ja noch ein kleines Wort verlieren oder einen kleinen Punkt verlieren. Wir hatten ja in den letzten Wochen hatten wir ja ein Spezialwebinar mit dem Frank Eschmann und dem Dirk Hilger, wo es darum ging, in Korrekturen mit Limitnetzen in den Markt zu gehen, um das Ganze hier zu traden. Das ist ein Punkt, ein Faktum, wo ich meinen Leuten in den Ausbildungen auch immer wieder sage, genau dieser Handelsstil kann ein extrem entspanntes Trading hervorrufen, wenn man damit auch zurechtkommt. Warum? Weil genau dieser Ansatz mit diesen Limitnetzen in eine Korrektur reinzukaufen, ich mache mal kurz einen Chart auf, wo ich das sehr, sehr schön verdeutlichen kann, und zwar hier den Schweizer Franken, japanischen Yen, den haben wir ja vorhin auch in der Handelsidee besprochen, beziehungsweise in dem Chartcheck, der Ausbruch sozusagen aus dieser Korrektur hier entsprechend. Wenn wir uns das jetzt mal aufnehmen, dann kann man halt ganz genau sagen, okay, grundsätzlich ist die Maßgabe ja mal die, ein Trend setzt sich in der Regel eher fort, als dass er gebrochen wird. Ne? Und wenn man das entsprechend hat, dann weiß man halt, dass man aus den Korrekturen heraus, wenn der Trend wieder oder wenn die Bewegung wieder in Richtung des Trends läuft, das heißt, wenn wir hier, ich mache mal hier an dem Beispiel, wenn wir hier die Korrektur hatten, hier kam die Umkehr, dann hat der Markt angefangen, wieder in Richtung des Trends zu laufen, hier der grün markierte, und das Ganze entsprechend hier mit rauszunehmen. Das heißt, hier sind wir schön dann oben reingelaufen. Das Ganze hier mal schön gespiegelt. So, und das ist etwas, was dann entsprechend von der Verortung eines aktuellen Handelssignals innerhalb eines Trends sehr, sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, hier, deswegen habe ich jetzt mal einen einfachen Chart genommen, wo man auch wirklich gut erkennen kann, dass der Markt schön nach oben trendet. Hier sehen wir einfach den Markt nach oben laufen, den Markt in die Korrektur laufen. Und dieses System, was der Frank Eschmann hier vorgestellt hat, mit den Limitnetzen reinzukaufen, zeigt einfach hier an dieser Stelle, das ganze Bild an dem Markt läuft in die Korrektur rein. Und diese Limit-Orders, die man hier reinlegt, die legt der Händler einfach rein, indem man sagt, gut, ich möchte zum Beispiel anfangen, mein Limitnetz in den Markt zu legen, sobald der Markt hier mindestens 50% der vorangegangenen Korrektur rausgenommen hat. Ne? Das ist halt etwas, das sehen wir auch hier an dieser Stelle immer wieder, wenn wir uns mal dieses kleine Bild hier entsprechend noch mit anschauen. Hoppala, wartet, kurzen Augenblick. Also das heißt, wenn wir hier reingelaufen sind und man legt sich das Limitnetz dann rein und sagt, okay, ich möchte einfach kaufen, hier ab 50% Korrekturlevel, dann wird das einfach reingelegt und das Absicherungslevel weiß der Händler dann auch, nämlich hier unten unter dieser 110,9, wenn wir hier unten drunter laufen, ist der Aufwärtstrend gebrochen, da darf ich sozusagen nicht mehr in diesem Markt sein und damit muss ich dann sozusagen definitiv die Oberseite rausnehmen. Da haben wir ein Absicherungslevel für die Strategie. Wir sehen genau, wir sind in einem Aufwärtstrend verortet
Und damit haben wir die Chance, die Korrektur zu nehmen. Also hier in diesem Markt ist das relativ einfach zu sehen. Jetzt kommen wir aber mal zu einem Markt, der etwas, sage ich mal, anders läuft. Ne? Gucken wir uns beispielsweise mal, na, wir gehen einfach mal auf den DAX. Der DAX, den kennen ja viele, das ist unser Heimatmarkt, die Homebuyers. Und hier sehen wir, wenn wir uns diesen Markt mal kurz anschauen, ich mache mal hier das Ganze wieder in den Chart der Woche, auf Tagesbasis rein. Wenn wir uns das ganze Bild mal anschauen, hier, da wird das Ganze, wenn wir das mal so sehen, momentan sieht man es auch schön, Bewegung, Korrektur, das läuft ja alles wirklich sehr, sehr schön. Und was wir momentan hier sehen, ist einfach, auf dieses große Bild gesehen, die Korrektur. So, und jetzt schaut mal hier, wenn wir uns das Ganze mal mit anschauen, aufgrund bemessen hier in diesem Paket, was ich hier mit auf dem Stereo Trader installiert habe. Wenn wir das einfach mal sehen, schaut euch das ganze Bild mal an. Wir haben jetzt hier den großen Zeitrahmen drin, hier HTF, Higher Time Frame habe ich reingenommen, der trendet nach oben. Und was wir hier jetzt sehen ist, wir haben zwar hier, blau habe ich das markiert, einen Abwärtstrend am Laufen, aber dieser Abwärtstrend ist nichts anderes als die Korrektur des übergeordneten Aufwärtstrends. Und hier sehen wir mal schön die Korrekturtiefe. Wir sehen, dieser Balken wird ab so ca. 50% wird der grün. Und das ist halt ein Level, wo man sagen kann, Korrekturhandel hier von unten raus, aus der Korrektur in Richtung des Trends, ist doch interessant zu sehen. Und hier sehen wir, der ganze Bereich wird grün. Und wenn man mal sieht, dass der Markt hier an dieser Stelle langsam wirklich tief in die Korrektur reinläuft, sehen wir auch, wir haben noch ein bisschen was am Potenzial. Ne? Das aktuelle Trendtief haben wir hier unten. Wo haben wir es stehen? Ich mache mal kurz hier den Marker ran. Hier knapp um die 12.950 Punkte. Da ist noch Luft nach unten. Da wird es dann halt irgendwann dunkelgrün. Aber in diesen Bereichen macht es halt Sinn, anzufangen, Limit-Orders in den Markt zu legen, beziehungsweise über den Handel aus der Korrektur heraus nachzudenken, weil wir jetzt eine schöne Korrekturtiefe haben und je näher wir hier unten ranlaufen, je günstiger wird es ja auch, sich abzusichern. Und wenn dann der Umkehrschub kommt aus der Korrektur raus, dann haben wir hier schön viel Fleisch am Knochen, wie ich das immer so schön sage. Da müssen wir gar nicht hier oben alte Hochs rausnehmen, sondern können aus der Korrektur heraus schön nach oben mit reintreten. Und das sind die Dinge, die ich auch immer wieder in den Handelsideen hier morgens mit beleuchte, wenn mir der Chart sowas auch angibt, das Ganze wirklich dann zur Paradedisziplin zu machen. Und da muss man allerdings auch immer wieder gut sehen, wo der Markt gerade steht und was wir hier an dieser Stelle ja sozusagen im Markt von der Verordnung her definitiv mit haben. Also aktuell eine tieflaufende Korrektur, beispielsweise auch im DAX. Und wenn das Gummiband hier wieder rumdreht, dann kann es relativ schnell nach oben gehen. Aber je kleiner die Zeiteinheit wird, ja, je größer ist hier natürlich die Gefahr, dass man sich im Trend etwas verguckt. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier anschauen, dann sehen wir halt hier, schaut mal, der Markt ist hier short, ganz schön stark nach unten gelaufen. Und hier sehen wir das, was in diesen Märkten auch wieder interessant ist. Das habe ich ja vorhin auch gesagt. Wir haben aktuell den Korrekturtrend laufen. Und dieser Korrekturtrend wird hier auch sehr, sehr schön angezeigt. Und schaut, wir sind hier wieder reingelaufen, tief in die Korrektur. Hier oben ist dieses Anzeigeband für die Trendrichtung sehr, sehr grün geworden. Und dann haben wir direkt in diesem Widerstandslevel hier oben um die 13.300 bis 13.400 gedreht, aus der tiefen Korrektur heraus und sind runtergeschnappt. So, und was wir jetzt haben, es war wieder die mitteltiefe Korrektur. Momentan läuft der Markt runter. Und jetzt ist es halt immer so, wir sind im Aufwärtstrend und je weiter wir hier an das alte Trendtief laufen, umso weniger oder umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen starken Durchschub bekommen. Deswegen das Ganze hier unten auch rot. Das heißt, von der Timingplanung her, gerade auch mit diesen Limitnetzen, macht es halt Sinn, ab einer bestimmten Korrekturtiefe in den Markt zu gehen und das Ganze dann entsprechend in Richtung des Trends zu traden. Also hier einfach mal so ein paar kleine Einblicke darin, wie wir hier die Trends aus den Märkten lesen und wie wir dann entsprechend aus diesen Trends hier auch in das reinkommen, wo wir rein wollen, nämlich sinnvolle Handelsideen an dieser Stelle. So, das dazu. So, jetzt schaue ich mal rein, ob wir noch Fragen haben. Fragen sehe ich momentan hier keine. Ich habe noch eine Frage zum Thema Ausbildung. Ich habe das ja auch schon häufiger gesagt. Ich bilde auch aus, mache ab und zu mal Seminare bzw. Webinare. Das spielt in meinem normalen Arbeitsablauf immer wieder eine Rolle. Die meiste Zeit kümmere ich mich natürlich um den Handel, aber sowas mache ich von Zeit zu Zeit. Aktuell ist hier jetzt nichts geplant. Die letzte Ausbildung oder die Anfang des Jahresausbildung, die geht ja jetzt zu Ende. Da hatte ich eine Online-Ausbildung von der Seite her. Ich halte hier jeden auf dem Laufenden. Es wird aber dieses Jahr Ausbildung geben von der Seite her.
daher bitte hier am Ball bleiben. Ich denke mal, zur Jahresmitte hin könnte sowas wieder interessanter werden. Danke auch für die Nachfrage, weil ich weiß halt auch, Wissen ist unheimlich wichtig an der Börse, neben der Erfahrung, und das Ganze in Einklang zu bringen, das macht mir halt auch Spaß. Deswegen biete ich das von Zeit zu Zeit auch an, aber nicht als Hauptgeschäft. Gut, damit sind wir für heute durch soweit. Weitere Fragen habe ich keine. Das heißt, ich wünsche hier allen gute Trades für den heutigen Tag, ein schönes, entspanntes Wochenende, und wir hören und sehen uns dann am Montag wieder um 8:30 Uhr pünktlich zur Marktbesprechung. Ich freue mich drauf. Allen eine gute Zeit. Tschüss.